Sag mal, bist du schon mal auf Fake News reingefallen? Ja, ja, doch, doch. Regelmäßig sogar. Was? Facebook. Ja. Oh ja. Ich habe mit Postillon immer die Probleme gehabt. Ich habe die Überschrift immer erst gelesen, dachte, was? Wollt ihr mich verarschen? Und dann habe ich erst gesehen, dass das Postillon ist. Ja, schwieriges Thema. Hallo, wir sind Jens und Alex. Und wir reden heute über Fake News. Wie ihr sie erkennt, was ihr dagegen tun könnt und was das mit euch macht. Wie fangen wir da am besten an? Mit einer Übersicht von Ethan Zuckerman, die sehr gut beschreibt, was es für drei Formen bzw. Absichten beim Thema Fake News gibt. Wir haben da mal was vorbereitet. Und zwar gibt es da die Form Nummer 1. Nachrichten, die einem bestimmten Thema übertriebene Aufmerksamkeit widmen. Das haben wir in letzter Zeit immer wieder. Das ist das Thema Flüchtlinge. Zum Beispiel. Wenn es darum geht, ne, das Thema praktisch zu melken, dann wisst ihr auch, das könnte ein Indikator dafür sein. Nummer 2, Propaganda. Also wenn es wieder darum geht zu sagen, wir Deutschen sind die Besten oder die Schlechtesten. Ja. Oder das Land XY ist das Beste oder das Schlechteste. Richtig. Also alles, was vor allem sehr stark immer in eine Richtung geht. Genau. Und dann haben wir Nummer 3, gezielte Desinformation. Ähnlich wie 1 und 2, es geht um ein bestimmtes Thema, aber es wird immer am Thema vorbei informiert. Beziehungsweise verzerrt, sodass es in die Vorstellung des Autors passt. Aber das ist jetzt ein bisschen komplexer. Denn wie ihr herausfinden könnt, ob es eine gezielte Desinformation ist oder nicht, das zeigen wir euch jetzt in der nächsten Kategorie, wie ihr Fake News erkennen könnt. Generell, was sollte man machen? Jens. Na, stell dir mal vor, du hast gerade dein Handy in der Hand und du scrollst durch deine Timeline und liest einen Artikel. Was machst du? Du klickst natürlich erstmal rauf, weil das, was da angesprochen wird, dich irgendwie anspricht. Warum auch immer. Oder es ist interessant oder es ist Clickbait. Ihr klickt auf jeden Fall erstmal rauf und lest euch die Nachricht durch. Also ihr lest sie euch richtig durch. Das ist der erste Punkt. Lesen, was dort steht. Dann auf Platz 2 nennen wir es doch einfach mal so, nachdenken beim Lesen. Das heißt also kritisch das Ganze beurteilen. Von beiden Seiten. A und B versuchen zu verstehen oder A und B versuchen herauszufinden. Beziehungsweise mal schauen, ob wirklich auch beide Seiten einer Thematik auch angesprochen wurden. Es gibt meistens mehr als nur eine Seite einer Medaille. 2, 3, 45, W20, Würfel, was auch immer. Also es gibt mehrere Varianten und wenn immer nur eine Sache angesprochen wird, ne, gezielte Desinformation, haben wir schon mehr gehabt, dann ist es höchstwahrscheinlich eine Fake News. Und auf Nummer 3? Die Quellen prüfen. Wir hatten mal so ein Beispiel, da hatte so ein Link, da ging es auf bild.de. Aber bild.de wurde ganz komisch geschrieben, denn das kleine I war ein kleines L. Das große I war ein kleines L. Das große I war ein kleines L. So rum wird ein Schuh draus. Ja. Und das ist bei den Schriftarten meistens nur minimal dünner. Das erkennt man eigentlich kaum, wenn man nicht gerade mit Schriftarten zu tun hat. Ja, vor allen Dingen, weil Bild wird durchgehend groß geschrieben. Ja. B, I, L, D, alles groß, deswegen schwierig. Und deswegen erkennt man das ziemlich schwer. Und erst dann, wenn man sieht, dass die Quelle eigentlich gar nichts damit zu tun hat, dann könnte man erkennen, das könnte auch eine Fake News sein. Es gab auch was von der CIA, von der Washington Post. Da gab es eine Unterdomain von der Washington Post, die war aber gar nicht von der Washington Post. Mhm. Das war auch so eine Fake News, da bin ich komplett drauf reingefallen. Ja. Weil es auch nirgendwo auf der Seite ersichtlich war, dass es Satire ist. Ja, oder Handelsblatt.com sind auch so fiese Tricks. Also versuchen mit etablierten Medien zu spielen, das ist meistens auch gang und gäbe. Jetzt natürlich die Frage, wenn ihr die Schritte jetzt befolgt habt, ihr seid euch aber immer noch nicht sicher, dann gibt es jetzt noch eine Möglichkeit und zwar in der nächsten Kategorie, welche Tools bzw. Seiten unterstützen euch bei der Suche oder bzw. beim Aufspüren von Fake News? Jetzt habt ihr so eine News gelesen, festgestellt, dass da nicht mal eine Quelle drin ist, wie es meistens ist, oder die Quelle ist irgendein Handelsblatt, das es gar nicht gibt. Und jetzt sucht ihr erstmal im Internet. Welche Seiten gibt es denn da? Alles, was wir jetzt auflisten, aufzählen, euch vorstellen, findet ihr unten in der Videobeschreibung, damit ihr auch direkt alles als Werkzeug zur Hand habt. Ihr als neumoderner, aufgeklärter Internet-User könnt dann Seiten nutzen, wie zum Beispiel HoaxMap. Das ist eine Übersicht, eine Karte im Grunde, wo ihr sehen könnt, wo Gerüchte in einer Art Heatmap aufgetaucht sind, zum ersten Mal, ob sie aktuell sind oder nicht und könnt dann entsprechend zuordnen, ob die Fake News jetzt ein aktuelles oder altes oder gar nicht vorhandenes Gerücht bedient hat. Ja, ja, genau. Dann gibt es da zum Beispiel auch Mimikama, mit dem man super gut arbeiten kann. Die sind auch sehr stark auf Facebook vertreten, werden dort überall verlinkt, wenn man überlegt, die Ahnung hat, das könnte Fake News sein. Die setzen sich dort mit einer journalistischen
Integrität an dieser Arbeit. Das ist vorbildlich. Es wird immer alles an Quellen herausgesucht. Es wird immer überwiegend mehrere Kreuzquellen gesucht. Ihr habt also eine richtige Auflistung. Wo kommt was her? Warum ist das so genannt worden? Und was steckt da eigentlich direkt hinter, für die, die mehr wissen möchten? Und Instant Messenger werden auch behandelt. Wenn gerade auf WhatsApp oder Facebook oder sowas Kettenbriefe umgehen, die teilweise sehr beängstigend sind, werden die da auch sehr schnell und sehr oft aufgegriffen. Ja. Dann noch, auch ein sehr wichtiges Thema, die Bildersuchen, wie beispielsweise Google Bildersuche oder Tiny Eye. Ein verdächtiges Foto, das zum Beispiel zeigen soll, wie gerade ein, jetzt Klischee gesprochen, Flüchtling ganz viel Geld oder Essen bekommt, aus dem Zusammenhang gerissen, könnt ihr somit wieder aufspüren und den Ursprung finden, ob es denn nun so ist oder ob es vielleicht auch nur ein harmloses Beisammensein einer Familie beim Essen war. Kennst du das, wenn die Leute auf WhatsApp oder sonst irgendwo ein Video schicken oder man sieht auf Facebook, wie sich jemand über ein YouTube-Video aufregt und denkt, ja, und guck mal, dort werden die gerade so und so behandelt, blablabla. Da gibt es eine schöne Seite, die heißt YouTube Data Viewer, unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dieses Video einfach mal eingeben und der checkt, welches Video das eigentlich vor Wirklichkeit mal war. Wenn gesagt wird, dieses Video ist gerade letzte Woche gedreht worden, es ist 2017, und das Video gab es aber 2014 schon mal oder 15 und 16, dann scheint da generell irgendwas nicht ganz sauber zu sein. Richtig. So viel also zu unserem Kurzcheck bzw. zu einem kleinen Tutorial für euch, wie man Fake News erkennen kann. Und für alle, die es mal kurz zusammengefasst haben wollen, nicht vergessen, Absender kontrollieren, wer hat diesen Post verfasst bzw. wo steht er, dann Fotos und Videos überprüfen, Impressum nachschauen auf einer Seite, einem Blog oder weiß der Geier und natürlich auch immer das Visuelle, die URL checken. Ist es bild.de, ist es b1.de, ist es, ne, ihr wisst schon, Handelblatt oder handelsblatt.com und schon seid ihr schon ein ganzes Stück reicher im Geiste. Ganz genau. Und wenn ihr euch fragt, warum wir jetzt so viele Kisten im Hintergrund haben, wir ziehen um. Ja, richtig. Es geht für uns weiter. Und damit es für euch auch weitergeht, rein visuell, lasst ein Abo da. Und vor allem Like, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und schreibt mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr neue Fake News gefunden habt und sie auch aufklären konntet. Richtig. Und sonst nicht vergessen, klicken und gucken. So, hast du jetzt eigentlich was gemacht? Ja, ich mach schon. Ich glaube, wir müssen noch die ganzen Handys, die ganzen alten Telefone müssen wir... Umwelt. Das war ein neues Telefon. Okay. Ja. Oh, sind die schwer. Puh.